Am Donnerstag gegen 10 Uhr startete die Reise. Für 31 Flüchtlinge aus dem Landkreis Landshut hieß das Ziel Berlin. Genauer gesagt direkt zu Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit dieser hatte Landrat Peter Dreyer telefoniert und die Aktion bereits angekündigt. Denn seit Monaten ist die Flüchtlingssituation angespannt. Unterkünfte und Wohnungen für Flüchtlinge sind teilweise schwer oder gar nicht zu finden. Laut Dreyer fehle es vor allem auch an der nötigen Unterstützung von höherer Stelle. Ein Asylpakt II ist bis dato immer noch nicht in Kraft gesetzt, weil bestimmte Parteitage wichtiger waren für uns vor Ort. Ich habe tagtäglich als Landrat, genauso wie die Bürgermeister oder die Landratskollegen, tagtäglich mit dieser Situation zu kämpfen und wir spüren bis dato überhaupt nichts. Peter Dreyer will ein Zeichen setzen, die Problematik direkt in Berlin sichtbar machen. Denn mittlerweile wachsen auch die Sorgen in der Bevölkerung. Die Stimmung in der Bevölkerung ist bereits gekippt, nicht erst seit Silvester, aber seit Silvester nochmals verstärkt. Die Bevölkerung hat auch Angst mittlerweile und es besteht Bereitschaft, diese Menschen, die vor Krieg und Terror zu uns kommen, auch menschenwürdig unterzubringen und zu betreuen. Diese Bereitschaft ist da, das funktioniert aber nur mit Maß und Ziel und koordiniert und kontrolliert. Die Flüchtlinge, die sich für die Fahrt gemeldet haben, sind in Deutschland anerkannt und dürfen ihren Aufenthaltsort frei wählen. Einige unter ihnen sind hochqualifiziert. Ihre Hoffnung, neue Möglichkeiten entdecken, die in Landshut so nicht vorhanden wären. Ich bin Zahnarzt, Doktor Zahnarzt. Ich bin Zahnarzt. Ich möchte in Berlin meinen Studiumsabschluss erneut machen. In Landshut geht das nicht. Landshut, nein, Student. Die 31 Flüchtlinge sind sogenannte Fehlbeleger. Das heißt, sie müssten sich eigentlich eine eigene Wohnung suchen, statt in Unterkünften zu hausen. Auch hier hoffen sie auf bessere Perspektiven. Rechtlich gesehen befindet sich Peter Dreyer auf der sicheren Seite. Denn die Fahrt wurde aus privaten Mitteln finanziert.